Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Was machen wir heute? Oder was machen wir allgemein? Ich hatte jetzt vor, also hier ist ja überall Schmuggel und wir haben noch zwei Leute für das Sicherheitsding übrig. Und ich will eigentlich erst das Sicherheitszeug fertig machen, damit nicht mehr so viel Sicherheit da ist. Und das heißt, wir gehen jetzt dahin. Wir können natürlich auch den da vorher ausschalten. Mal schauen. Was ist da? PSG. Na, ist auch nicht schlecht. Kingslayer-Datei. Wir können ja... Hier ist kein Hubschrauber, ne? Da ist ein Hubschrauber. Dann holen wir uns erstmal hier die Waffe und gehen dadurch. Dann gehen wir dahin. Und dann ist ja wahrscheinlich eh die Folge schon vorbei. Aber so grob gesehen ist das jetzt erstmal unser Plan. So. Wir gehen einfach mal querfeld ein. Wieso explodiert da immer was? Das ist so lustig. Und da ist wieder Scharfschütze oben auf dem Turm. Na gut, dann schalten wir die auch erstmal aus. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da sind wahrscheinlich zwei, da ist noch einer. Aber den Sniper können wir... Auf Zivilisten achten, wir wollen niemanden versehentlich töten. Wo sind die Zivilisten? Na, egal. Setze Drohne ein. Wenn's vier sind, können wir das ja in einem Snack machen, aber es sind mehr. Das macht fünf. So. Ich hätte echt gedacht, das wäre daneben. Naja, okay. Weil der sich noch rübergebeugt hat. Ah, zum Glück war es nicht daneben. Okay, also. Nummer 1. Okay, bin unterwegs. Nummer 2. Neue Position. Nummer 3. Sekunde, geh in Position. Ich sehe das Ziel. Ziele fast. Bin bereit. Bereit für den Angriff. Ein Drecksack weniger. Na gut. Alles klar bei mir. Ja, bei mir auch. Läuft bei dir. So, warte. Genau, das ist einfach eine... Ah, die Stadt ist im anderen Gebiet. So. Wir können ja eigentlich das da nehmen, ne? Das ist ja ein ziemlich... Wartet, ich fahre. Ziemlich guter Tactical Angriffs Ding. Kommt ihr? Sind alle da? Ich glaube schon. So. Kamera. Kamera. Danke. So. Bitte fahren Sie schneller, Junge. Wie komme ich da hoch? Wie kommt man da hoch? Hier. Da vorne. Aus dem Weg hier. So. Wir packen mal hier. So. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Okay. Alles klar bei uns. Ja, ich habe ja nichts gemacht, ne? So, dann schauen wir mal. So, da oben ist einer. Scharfschütze im Turm. Jetzt nicht mehr. Glaube, die Luft ist rein. Schön. Sehr, sehr schön. Dann schaue ich mal, wo die... was war das denn? Also, hier ist einer. Da ist einer. Na komm. Ich sehe ein zweites Ziel.
Dann dahinter dem Haus ist einer. Und hier ist einer. Na schön. Warte, ihr nehmt mal die drei. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Suche eine gute und Schusslinie. Ich nehme die anderen. Ziel markiert. Hab das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Tango getroffen. Easy. Nice. So. Alles gut, alles sauber. So gefällt mir das. Genau, da ist die Waffe drin. Ist da jemand drin? Nee. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ach so. Hab mich schon gefragt, warum wir das machen. Oh, kann ich gebrauchen. Ja, ich nicht. Gut. Ey, Victor. So, Helikopter. Helikopter. Entschuldigung, aus dem Weg. So. Helikopter. Und was trinken. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Den Witz hat sie ja noch nie gemacht. So, dann schauen wir mal hier. Da vorne ist es ja klein. Bitte nach vorne. So. Ich park mal da unten. Dann müssen wir nicht mehr so weit gehen, um den Helikopter wieder zu bekommen. Ah. Grüß Gott. Die werden dich sehen, warte. Wenn ich gewartet hätte, hätten die mich gesehen. So, also, ich sehe 5. 6 da hinten noch. Also, hier sind 2. Feind markiert, da ist noch ein Tango. Da hinten 4, da sind 5, 6. Hab noch einen, macht 5. Und 7. Okay, den 7. hätte ich ja nicht gesehen. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal. Okay, ihr holt die 3. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Zeichen. Ich halte die Penne unter Feuer. Alles gut, alles gut. Es ist alles gut. Gut. Läuft. So. So kann dann das Display wirklich weitergehen. So. Ein Zeitungsartikel aus Barbechos über die Welt von spurlos verschwundenen Menschen in San Mateo. In dieser Region hat Santa Blanca den Rebellen stärker zugesetzt als irgendwo, als anderswo in Bolivien. Ganze Familien vermeintlicher Rebellen wurden entführt und manchmal monatelang willkürlich festgehalten. Entschuldigung. Okay, alles klar. So, und dann, hier ist noch was. Da. Na, komm. Na, komm. Und dann holen wir uns noch den Sender. Der ist da vorne. Das ist, glaube ich, wieder so ein Zeitschmodder, bla. Ich hasse diese Zeitdinger. Naja. Wir haben ja da hinten einen Helikopter.
Und, wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Haben wir schon. Ich fliege mal mit dem kurz darüber. Weil dann können wir ja gleich hochfahren und. Das geht dann schneller. Dann sparen wir uns Zeit. Bin drauf. Bist du gar nicht. Hui. Ich kann fliegen, ich kann. Alles gut, alles gut. So. Finden wir die andere Antenne schnell. Los. Hoch. Na, danke. Wieso dauert das immer so lange? Gut. Echt jetzt? Achso, okay. Ich dachte, die wäre echt hier drin. Dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Okay, aber die ist irgendwie da auf der Straße drauf. Hätten wir das auch ohne Helikopter geschafft? Also jetzt haben wir ein paar Sekunden nur gebraucht. Wir hätten uns halt ja wirklich nicht abhalten dürfen. Gut gemacht. Es wird leichter für die Rebellen, wenn das Kartell ihre Stellung nicht mehr durchfunken kann. Aber allgemein finde ich, also diese Speed-Dinger sind echt easy. Wenn, wenn man einen Helikopter hat. Und wenn nicht, dann sind sie fast unmöglich. Gut, warte, ich schau nochmal. Ich kann das nicht markieren. Naja. Wir fliegen einfach hier in die Richtung. Na, bitteschön. Ist wahrscheinlich irgendwo mega hoch in den Bergen oder so. Achso, jetzt. Okay, alles klar. Unser Fallschirmding, aber ich springe nicht mit dem Fallschirm runter, sondern ich mache das wieder mit dem Helikopter. Ich bin so ein krasser Badass. Der andere, das andere Ding war richtig knifflig, das auf diesen heftigen Berg. Ich sag den Rebellen, dass sie es holen können. Gute Arbeit. Sagst du ihnen nächstes Mal, sollen sie sich selbst versorgen? Ja, ehrlich. So, dann, sprengen sie die. Ja, dann mache ich das noch. Ich lass dich mal da. Gut. Bereit, dreh auf. Ja, schon. So, das da sollen wir jetzt springen. Okay. Was er. Ah, es ist wieder so ein. So ein Ding, wo wir. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Wo wir die Tür sprengen müssen. Und dann. Genau. Und dann die ganzen Gegner ausschalten müssen. So. Gut. Warte, formiert euch. Leute, sammeln. Okay. Kommt zu mir. Wir müssen das ja innerhalb von einer Minute schaffen, oder? Alle. Also, beziehungsweise nicht alle auszuschalten, sondern den Countdown eine Santa Blanca Auszeichnung vernichten. Die Sicarios werden sie vermissen.
Leute. Granate fliegt. Wir haben die Explosion bestimmt gehört. Gott. Granate fliegt. Hä? Shit, die haben uns. Wieso springt es das nicht auf? Granate fliegt. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Ja, jetzt. Sofort weg da! Los, Feuer! Hab verstanden. Schieße! Verdammte Scheiße! Wo ist das Teil? Verschwende keine Zeit, wir müssen weiter. Deck alles hin. Das ja. War's, alle okay? Ah, fuck, es ist unten. Los, 30. 20. Ah! Hecken. Nach der Abschaltung dieser Station können die Rebellen vielleicht endlich stärker werden. Gut. Alter, der Ende ist. Amigos, hier ist Beck. Die Einwohner sind langsam weniger misstrauisch uns gegenüber. Pero wir müssen ihnen konkreter helfen. Einige meiner Männer haben nicht einmal Schuhe. So etwas braucht Zeit. Sobald alles gut läuft, bekommst du ihre volle Rückendeckung. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Buena suerte. So. Zum Glück sind die PCs da oder die Laptops. War total gut und haben richtig krasse Prozessoren, so dass die sauschnell hacken. So, ich mach sie an und ein paar Sekunden und dann ist es gehackt. Super. So. Also gut, dann nochmal das Essen und dann. Ich bin der Pilot. Fliegen wir dann woanders hin. 666 Meter. Da wollen wir ja nicht hin, ne? Oder doch? Wollen wir da hin? Ja, da wollen wir hin. Dann wollen wir da mal hin. Zurück, bevor sie dich entdecken. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier ist ein Tango. Mhm. Gerade schießen. Ja, naja. Naja. Wo warst du so lange? Wir schauen hier. So, eine Vermisstenanzeige für Miguel Baradetz, ein Richter, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Ist ja immer so. So, da drüben gibt es noch eine Datei.
So. Da erstmal. Nachschub. Und dann. Oh, echt jetzt? Nee. Eintreten, come on. Ja, das wollte ich. Müssen wir jetzt echt außen rum gehen? Das hat uns jetzt echt paar Sekunden gekostet. Ich habe die Borregas an El Pozolero geliefert. Er hat die Zutaten für seinen Eintopf, dieser Wichser. Kennst du die Sendung, in der der alte Pendejo das achtjährige Kind spielte? Scheiße, ja. Der mit dem Segelohren? Eso. Papa hat sie geliebt. El Pozolero ist die böse Variante. Und gar nicht lustig. Der macht dir wohl Angst, Way. Aber vielleicht willst du ja seinen Job. Hör bloß auf. Ich meine ja nur, nächstes Mal nutze ich seinen Lieferdienst. Ich rede nie wieder mit diesem Cabron. Bis später. Heute, Mido. Aha. Na dann. Fliegen wir mal. Fliegen. Ja. Wunderbar. Wir fliegen bei Gewitter, Regen, Sturm. Juhu. So. F ist... da waren wir schon öfters. Bei dieser geheimen Landestation. Oder ist es die? Ich glaube, das ist sie. Ja, das ist sie. Nee, wir müssen von der anderen Seite hin. Das ist voll lustig. Ja, draußen ist ja gerade voll der Sturm. Und hier ja auch. Nein. Oh Mann. Hilfe. Hilfe. Uiuiuiuiui. Ich brauche noch einfach so. Das war mehr als einmal knapp. Okay. Die Flugzeuge fliegen. Das ist echt kompliziert. So. Komm schon. Entschuldigung, ich park zurück. Ach. Wir sind hier fertig. Die Rebellen können ihren Nachschub später holen. Wir fliegen schnell weg, bevor die denken, dass... Okay, der ist stehen geblieben. Oh Mann, okay, alles klar. Dann, oh Mann, jetzt gibt's hier noch... Die ganzen... Egal, wir fliegen jetzt dahin. Bowman hat... schauen Sie, melden Sie sich bei ihr. Okay. Machen wir. Uiuiui. Wo muss ich hin? So, Helikopter ist viel... Hier angenehmer. So. Ich
glaube aber, wir werden das erst nächste Folge machen. Sind ja schon 25 Minuten. Und ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute war eher so eine ruhige Runde, denke ich mal. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.